Ein Text, wo man das Gefühl hat, da geht es um Fondue. Und plötzlich merkt man, oh, es geht gar nicht um Fondue. Vorletzt habe ich gedacht, jetzt mache ich wieder mal ein Fondue. Jetzt habe ich jetzt so Lust auf Fondue. Einfach so eine Fertigmischung von Gerberkäse. Nicht irgendein Dürre-Designs-Hype-Fondue mit Kraftbier aus einer Mikrobrauerei in Toggenburg. Nein, einfach so ein viertelgewöhnliches Fondue. Also bin ich zu Migi, wo ich dort vor dem Regal stehe, sehe ich, dass es auch so Fertig-Fondue im Mini-Format gibt. Nur gibt so ein Becherli. Sieht ein bisschen aus wie ein grösseres Joghurt. Ein Fondue für Singles könnte man fast meinen. Oder ein Fondue für Leute, die nicht gerne Leute haben, oder ein Fondue für Leute, die nicht gerne mit anderen Leuten zusammen Fondue essen. Hinten drauf steht speziell für Mikrowellen. Grundsätzlich eine gute Sache, aber stell dir mal vor, du bist jemand, der nicht gerne mit anderen Leuten zusammen Fondue isst. Und dann hast du keine Mikrowelle. Dann musst du den Nachbarn fragen, ob du dein Fondue in diesem schäbigen Joghurtbecherli dürftest in seiner Mikrowelle wärmen. Und dann lässt dich dann aus lauter Mitleid zu einem richtigen Fondue mit einem richtigen Gaglo. Ja, er hat sowieso noch gerade ein Matier, das man essen muss. Und so ein Fondue sei doch am besten mit anderen Leuten zusammen. Seine Frau sei eben im Turner, hat sowieso wieder nur ein Kaffee komplett genommen. Und der scheisst es Gott jämmerlich an, weil deine Frau ist doch auch gerade Turner. Und darum hast du dir für heute Abend vorgenommen, ein Fondue zu machen, wenn du schon mal kannst, ganz allein. Aber deinem Nachbar kannst du dir gleich nicht Nein sagen, und dann hockst du halt zu suchen, drückst dir das Moitié-Moitié ins Gesicht und sagst, Mau, das ist gut, das Moitié-Moitié. Ist das von Gerberkäse? Ich stehe immer noch vor dem Regal im Migi und denke über den Single-Fondue nach. Und im Hintergrund läuft «Girls just wanna have fun» von Cyndi Lauper. Je länger ich darüber nachdenke, desto klarer wird mir, dass das Fondue in diesem Joghurtbecher eigentlich noch etwas wäre für mich. Weil ich habe ja noch gar niemanden gefragt, um Fondue zu essen. Ich habe einfach Lust auf Fondue. Also Leute, ist mal jemandem an, denke ich mir. An Michi Frey zum Beispiel. Vielleicht hat der Michi Lust auf Fondue. Aber kurz bevor ich anrufe, kommt mir in den Sinn, dass der Michi zwar schon gerne Fondue hat, aber er ganz sicher als erstes würde fragen, haben wir nicht Raclette? Hä? Ist doch viel gäbiger, so ein Raclette. Ich weiss noch gut, wie wir einen halben Tag darüber können diskutieren konnten, ob es ein Raclette oder ein Fondue gäbiger ist. Ich habe es nicht mehr gesehen. Ich meine, beim Raclette brauchst du schon noch Silberzwiebel, Maiskäubel, Ananäschen, Pilzli, Essiggürkli, Geschwälte und Gewürzli. Gewürzli sind ganz wichtig. Und dann natürlich 7 verschiedene Käsesorten und dann Tischgrill, oder? Cipollata, Speck, Plätzli. Am schönsten geht ein Filet anschneiden und dann auf den Huren Tischgrill prätschen, dass es nur noch so zischt und spritzt, bis an die Lampe rauf muss spritzen und die Brillengläser müssen beschlagen und die Vorhänge müssen in die chemische und am Schluss stinkt die ganze Hütte, die ganze Woche nach Käse und verbranntem Fett. Und der Michi würde sagen, ja, ein bisschen stinken muss es. Oder er würde sagen, ja, stinkt jetzt auch nicht viel mehr als ein Fondue, also vielleicht ein Spitzli. Ja, aber das Spitzli macht es eben meistens aus. In diesen Fällen bedeutet ein Spitzli eben meistens sehr viel. So in das Spitzli Glück, das man braucht, für die schöne orangige Vespa zu gewinnen, die sie in dem Moment über die Ladenlautsprecher beschreiben. Jetzt mal ehrlich, für einen Wettbewerb zu gewinnen, brauchst du meistens sehr viel Glück. Und nicht nur ein Spitzli. Wenn du nämlich nur ein Spitzli Glück bräuchtest, würdest du auch seinen Spott etwas gewinnen. So ein bisschen Glück hat man noch gleich mal. Ein bisschen Glück ist der Hausschlüssel wieder finden. Beim Töckeln ein Goal-Schiess oder besoffene vom Velo fallen. Da braucht es ein bisschen Glück. Aber für Huren viel Glück zu haben, da brauchst du schon Glück. Und ich stehe immer noch im Migi vor dem Regal und denke, gut, Michi läutet sicher nicht an. Im Hintergrund läuft «When You Were Mine» von Cyndi Lauper. Wahrscheinlich ist der Filialleiter ein bekennender Cyndi Lauper-Fan. Der hat doch sicher das ganze Album übertan, versucht auf einen Feierabend und auf einen Tanzabend mit der Frau einzustimmen. Der geht doch dann sicher ins Restaurant Schützenhaus, auf Schaffhauser Strasse. Dort hat es noch eine Tanzhalle, dort wird eben noch getanzt. Ja, das Wochenende kommen andere Bands, die Lucky Boys oder die Alpenflitzer oder Gabriela und Jack. Oder die Glanthaler Powerman aus dem Österreichischen. Nonstop-Unterhaltung für schöne Stunden. Da steppt der Bär, hier fliegt die Kuh.
Und ich stehe immer noch im Migi vor dem Regal und frage mich, ob es im Schützenhaus auch ein Fondue gäbe. Und ob man das allein bestellen könnte. Oder ob man da mindestens zweit sein müsse, wie den meisten Restaurants. Im Hintergrund läuft Time After Time von Cindy Loper. Und genau in diesem Moment läutet der Michi an und sagt: Du, jetzt habe ich gerade Lust auf Fondue. Weißt du, einfach so eine Fertigmischung von Gerberkäse und gut. Möchtest du zuhocken? Ich lasse sie aufs Körbchen fallen, säckle zu Migi aus und höre Cindy im Hintergrund, wie sie singt. If you're lost, you can look and you will find me. Time after time. If you fall, I will catch you, I'll be waiting. Time after time. Seid lieb zueinander. Merci vielmals.